Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das ist die heutige neutestamentliche Losung aus Matthäus 6, 24. Jesus spricht in diesen Worten in der Bergpredigt ein Thema an, mit dem wir alle in unserem Alltag zu tun haben, heute wie damals, unser Umgang mit dem Geld. Jesus verurteilt nicht pauschal das Geld, natürlich nicht, denn wir brauchen alle Geld, um unseren Lebensunterhalt zu bestreiten. Und gerade wer sich klar macht, wie viele Menschen im Alltag zu kämpfen haben, weil das Geld auch für das Nötigste nicht reicht, weiß genau, wie wichtig Geld sein kann. Aber darum geht es bei den Worten Jesu nicht. Von Geld als Mammon sprechen wir, wenn Geld nicht mehr nur die Funktion hat, ein materiell sorgenfreies Leben zu ermöglichen, sondern wenn es zum Selbstzweck wird, wenn es zum Gott wird, wenn es die alles bestimmende Realität wird und Jesu Worte dann wirklich das Entscheidende sagen. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ich glaube, es gibt auch heute viel Anlass, nachdenklich zu werden angesichts dieser Worte Jesu. Denn Geld kann zur Sucht werden. Je wohlhabender jemand ist, desto größer ist die Gefahr. Jeder kann nur für sich selbst erkennen, wo das Geld im eigenen Leben eine Eigendynamik entwickelt und wo dann Anlass für die Frage ist, wozu sammle ich eigentlich immer mehr Geld an? Vielleicht kommt aus solcher Nachdenklichkeit dann auch ein Impuls zum Teilen mit Menschen, die es dringender brauchen. Und die Erfahrung, dass das Glück vom Teilen nicht kleiner wird, sondern größer. Geht gesegnet und behütet in diesen Tag.